Ja, grüße dich. Heute geht es um deine Hüfte. Die machen wir heute in einer Minute beweglicher. Es ist Mittwoch, das heißt eine Minute Beweglichkeitstime. Und ja, und wie geht es dann direkt auch schon los? Ich erkläre es dir einmal. Wichtig dazu gesagt, also wenn du ein akutes Hüftproblem hast, also sprich, du hast irgendwie eine neue Hüfte bekommen, dann ist diese Übung am Anfang noch nicht für dich geeignet. Wenn die, sag ich mal, die Hüfte ein halbes Jahr drin ist oder 7 Monate drin ist, dann kannst du die Übung auf jeden Fall auch machen, so wie es geht. Ja? Also ich selber habe einen Kunden, der hat eine neue Hüfte bekommen und ich mache die Übung mit ihm auch komplett problemlos. Und sie hat dafür gesorgt, dass er, ja, dass die Verklebungen im Becken, in der Hüfte, ja, sich auch mit gelöst haben, gelockert haben. Und das ist halt super, super wichtig. Das rate ich dir auch. Du musst was tun, ja, um quasi die Verklebung zu lösen. Weil durch die OP wird ja viel kaputt gemacht, ja, das ist ja auch normal, da wird ja viel geschnibbelt, so, und jetzt hast du da eine Wunde drin, ja, und in der Regel ist es halt so, dass diese Hohlräume ja ausgefüllt werden und das verfilzt sich alles, ja, und deswegen ist es wichtig, dass du da wieder das komplett durchbewegst und geschmeidiger machst, und dafür kannst du die Übung halt machen. Wie gesagt, machst du es erstmal vorsichtig. Du musst ja nicht so tief machen, wie ich es gleich machen werde. Aber du kannst ja dann auch langsam da reinfuchsen sozusagen und das immer regelmäßig machen. Okay, dann geht's einmal direkt los. Ich leite dich, wie gesagt, erstmal an. Du gehst einmal in die Hocke. Du gehst so tief, wie du gehen kannst. Wichtig, die Ferse ist unten. Ja? Die Beine machst du ein bisschen breiter auseinander. Jetzt gehst du auf die Fußspitze, drehst die Fußspitze rein mit dem Knie zusammen und gehst dann mit dem Knie hier runter. Wichtig, der Oberkörper bleibt dabei gerade. Der kommt nicht mit. Ja? Zack, zack. Wieder zurück. Zack, zack. Ich zeige es nochmal von vorne. Füße ein bisschen breiter auseinander. In die Hocke, auf die Fußspitze, runter. Zurück, Fußspitze, runter und zurück. Na, das ist hier komplett Beweglichkeit hier in der Hüfte. Die wird da herbeigezaubert. Ja? Gerade hier der Oberschenkelknochen, der wird mal so richtig durchbewegt in der Hüfte. Und das ist halt auch wichtig. Warum? Weil aufgrund unserer täglichen Belastung, ja, der Knochen nicht mehr so im Gelenk durchbewegt wird, meistens sehr einseitig. Viele von euch haben, wenn sie gehen, drehen sie die Fußspitzen leicht nach außen oder rollen über die Außenkante ab. Das führt dazu, ja, dass der Oberschenkel, der Knochen, ja, mehr einseitig in die Hüfte reingedrückt wird und nicht mehr richtig durchbewegt werden kann. Und das kann halt zu mehr Verklebung führen und auf Dauer halt zu Arthrose im Hüftgelenk, aber auch zu Schmerzen. Und deswegen halt so eine Übung da ganz, ganz wertvoll und ganz, ganz gut. Okay, dann machen wir das jetzt eine Minute lang wieder. Und ja, ich stelle einmal kurz hier ein, meinen Timer, der mich daran erinnert, dass die Minute, wie lang die Minute ist. Okay, wir gehen runter und dann geht's los. Immer hier so ein bisschen reinwippen und du kommst immer wieder komplett hoch. Zack, zack, zack. Zack, und versuchst mit dem Oberkörper gerade zu bleiben. Reindrehen, runter, hoch, zack, 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 zack. Ja, da wird die Minute ganz schön lang, ne? Bei dieser Übung, weil halt auch Muskeln, ne, gekräftigt werden, die Oberschenkel. Hast du gleich alles mit dabei. Okay, das war's. Minute ist rum. Ja, wie fühlt sich das jetzt an? Kannst du mal ein bisschen gehen? Geht auf jeden Fall. Fühlt sich besser an, lockerer an, geschmeidiger wieder, ja? Okay, das war's dann für heute schon. Wie gesagt, ist ja der Beweglichkeitsflow, geht ja nur eine Minute und ich will da auch nicht großartig viel rum erzählen, weil es geht hauptsächlich um die Übung. Ja? Dann würde es mich freuen, wenn du mal einen dicken Daumen nach oben hier machst und diesen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Warum solltest du das tun?
bei jede Woche neue Übungen auf dich warten, vor allem Übungen, die du nirgendwo anders findest, weil ich mich nach den Faszien orientiere. Und das Geniale halt ist, wenn du eine Stelle bearbeitest, bearbeitest du immer den ganzen Körper. Ja? Und das spart dir halt extrem viel Zeit. Und ja, deswegen mach mal die Übung, also nicht einfach nur gucken und konsumieren, sondern direkt mitmachen, ausführen, damit du auch diesen Effekt von diesen Übungen an deinem Körper spürst. Weil nur dann merkst du das. Ja? Vom Zusehen passiert gar nichts und vom Zusehen denkst du, oh, was sind denn das für blöde Übungen, für komische Übungen? Aber wenn du sie machst, dann merkst du, was diese komische Übung in deinem Körper bezwecken und mit deinem Körper halt anstellen. Ja? Probier es einfach mal aus und sei begeistert. Bis Freitag, dann gibt es den Weekend Flow. Bis dahin und ciao.